Schade. Loser! Loser! Los, Leiskollen! Leiskollen! Setzt! Mullen, nullen und knullen! Oder ich werde mal versuchen, das irgendwie abschlacht zu können. Abschlacht, ja! Boom! Ah, sieht nicht gut aus. Oh nö, Wasserring. Jetzt heilt er sich wieder. Ah! Finde ich okay. Finde ich gut. Ja, finde ich nicht okay. Ich find's okay. Ich will's fahren. Lusardin ruft um Hilfe. Ah, ein Lusardin erscheint. Ja, okay, das haben wir gleich. Skraft. Skraft. Strotzt vor Skraft. Vor Skraft. Da gab's doch mal eine beim Supertalent oder so, die mit ihren Oberschenkeln Melonen zerdrückt hat und so. Aber oh dazwischen. Mann, die hat auch. Die strotzte auch vor Z-Kraft. Vor Z-Kraft. Ja. Fulminante Faustschläge. Tactical KO. Da. Jawohl. Oh yeah. Lusardin? Und Mark erreicht Level 24. Den jetzt fangen vielleicht? Ja, will ich ja. Deswegen nochmal Abschlag zum Beispiel. Oh, wehe. Doch niemand kam. Ah! Lushidin ist echt. Das nervt mich gerade. Lushileis. Okay, was. Ich hau erstmal wieder das weg. Das neue. Ob das ganz weg. Krass. Ey, geil. Nicer Dicer. Wozu denn eigentlich? Nicer Dicer? Oh, den kenne ich, ja, der. Ist das nicht dieses Teil, wo man einfach nur runterdrückt und dann hat man auf einmal schön geschnittene ja, Sachen? Würfel, Scheiben, was du halt brauchst. Das ist ja, ganz cool. Ja. Oh! Alter. Schmusardin, Flusardin, ich hau dich weg, Sardin. Sardinenpizza. Reanemone. Naturjoghurt. Klack, 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 klack. Da, da, da. Da, 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 da. Klack, klack. Da, da, da. Klack, klack. Da, 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 da. Da, da, da. Klapp, klapp. Da, da, da. Ach ja, dieses Minispiel. Ja. Katzenklatschen. Was ist Überwurf? 70. Greift als letzter an, aber Treffergarantie. Was macht Kraftwelle? Sollen wir es? Sandwirbel? Ja, Sandwirbel weg. Ja. Übelwulf. Ja, Übelwulf. Also, auf Wall Street? Ja. Der Wolf auf Wall Street. Oh, was denn? Jetzt habe ich Katzeklatsche im Ohr. Ja, dann flieh einfach, das macht so keinen Nein, Sinn. Nein, ich will die aber fangen irgendwann mal. Außerdem kann man auch trainieren auf die Art und Weise. Wow, beste Farming-Methode. Wenn ich denn schon Zahltag wenigstens hätte. Obwohl, am Ende des Kampfes hat mein Mauzi Zahltag. Hey, apropos, du, wir haben ja vorhin einen Netzball gefunden. Du kannst den sogar easy cashen. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Catchen kann ich mit dem. So, jetzt aber keinen Hilferuf. Oh, ich fass es nicht. Aber von denen wird es wahrscheinlich so viele geben. Aber es muss doch irgendwann mal vorbei sein. Es ist krass, oder? Mach das doch nach der Prüfung. Ich glaube, während der Prüfung ist das gejinxt. Meinst du? Oder besieg doch mal das Rechte. Gucken, ob das Linke dann Hilfe ruft. Gute Idee. Vielleicht ist das der Schlüssel zur Lösung. Der Taktik. Wer weiß. Da, da, da. Da. Klapp, klapp. Da, da, da. So. Da, 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 da. Patrick erreicht Level 20. Hey Junge, erreicht Level 20. Da. Und es setzt Wasserring ein und mal gucken, ob es nach Hilfe. Jetzt fährt das die Taktik, von dem das tot ist. Nice. Umso besser, dann kann ich zweimal Abschlag machen und dann. Ich hoffe nur jetzt wirklich, dass es nicht noch Hilfe. Uiuiuiui. Ah, es ruft zumindest keine Hilfe. Obwohl, kommt erst am Ende der Runde, ne? Ja. Würde ich sagen, probier's jetzt direkt mit dem Ball, ne? Oh yeah.
Es hat funktioniert auf die Art und Weise, gut. Netzball. Günther Netzball. Gemacht aus alten Netzstrumpfhosen. Mit der Kraft des Internets. Ja! Alter, wie steil der aus. Übrigens, hätte ich dir vorher sagen können, die Attacke Lake wird stärker, wenn das getroffene Pokémon nur noch die Hälfte des Lebens hat oder weniger. Oh wei, oh wei, oh wei. So, aber jetzt volle Taktik zum Fangen. Ja. Genau. Schlaubock. Ja, aha. So, everybody wants a story, Slowpoke. Und dann nehme ich eine Aquaknarre und die wird das doch wohl nicht besiegen. Obwohl, Aquaknarre ist vielleicht zu wenig sogar. Ich hänge wieder mit dem Kabel in meinem Stuhl. Ich versuch's mal mit Tackle. Achso, Bürostuhl, nicht in meinem Kurs. Ja, ich dachte mir schon irgendwie sowas. Ich war mir aber nicht sicher. Und bitte nicht, nein! Das hat's gebracht. Oh. Ich dachte mir, Tackle wird's doch nie und nimmer umbringen. Weniger denken, mehr spielen. Ja. Oh yeah! Wir bekommen einen Inspektor Gumshoes. Hey Junge, entwickelt sich. Manguspector Gumshoe. Manguspector Gumshoe. Ja, im Grunde, Manguspector heißt er ja im Deutschen und Gumshoes im Englischen. Das passt wohl zusammen. Der längste Pokémon-Name. Ja. Zusammen mit, nee, ich glaube, das waren jetzt auch andere, die noch mit eingeführt wurden in der Generation, die auch diese Länge haben. Aber im Deutschen nur, weil im Englischen gibt es ja schon seit Generation 2 einen mit voller Namensauslastung. Und eigentlich hätte der noch einen Buchstaben mehr, hätten sie den nicht einfach weggerippt. Feraligatr. Okay, dafür haben wir wenigstens trotzdem neues Pokémon im Pokédex, das ist ja herrlich. Bingo, du hast alle Pokémon auf einer Seite. Nee, hier, Manguspector hat mit 12 Buchstaben den längsten deutschen Pokémon-Namen, der bisher bekannt ist. Ja, den deutschen. Naja, aber... Ja, davon rede ich ja. Aber ich glaube, es kommen dann noch welche, die sind noch nicht bekannt, die sind auch so lang. Oder so. Beschattung hat der. So, vorlesen? Oh, pardon. Radfratz und Radikal sind seine Leibspeise, aber leider nachtaktiv und daher selten auf dem Speiseplan. Ein sehr geduldiges Pokémon. Ich würde gern mal sehen, wie es die frisst. Oh, es hat angefangen zu regnen. Na sowas. Und wieder war der Grund für den ganzen Wirbel ein Lusardin. Da lag ich mit meiner Vermutung, dass es ein ausgelassener Schwimmer sein könnte, daneben. Oje, was ist denn nun schon wieder? Aus der Ferne höre ich erneut ein seltsam heftiges Platschen. Wahrscheinlich wieder ein Pokémon. Aber wer weiß, diesmal könnte es wirklich ein planschfreudiger Schwimmer sein. Vielleicht braucht er Hilfe. Wärst du wohl wieder so gut, nach dem Rechten zu sehen, Hildegard? Weißt du, wie alt ist die? Also die muss ja mindestens 11 Jahre sein. Ja. Aber älter auch nicht, weil sie ja nicht mal so groß ist wie unser Model. Ja gut, das muss ja nichts heißen. Hallo! Das heißt, es ist eine Elfjährige, die erwachsenen männlichen Schwimmern hinterher guckt. Ja. Da hat wohl jemand angebissen. Manchmal fange ich auch Trainer mit meiner Angel. Und dann so ein Haken, so mit so einem Widerhaken durch die Wange. So Jackass-Style. Angler Martin. Ich dachte Angler Merkel. Angler Merkel. Der ist gut. Oh nein, das ist der mit den Carpador. Irgendwo gibt's ja, immer so zwei. Einen. Es gibt immer einen mit 6 Carpador, aber der hat nur 2 zum Glück. Ja. Oh, Regen. Also, am besten bis... Oh, es kann ja auch noch Tackle und macht damit voll viel Schaden. Durch Hieb von Tackle. Volltreffer durch Liebe. Oh. Kawaii. Ja, besser mal wechseln. Gegen. Ich guck mir mal Junge an. Los, hey Junge! Was wird es tun? Nochmal Biss. Make Donald Trump again. Oh.
Vor allem hat Carpador... Ist Carpador schneller? Achso, naja, es ist ja geduldig, das... Okay, Erfahrungspunkte erhalten. Hm, da bin ich dir wohl an den Haken gegangen. Dann schenk mir doch mal die Angel. Ja. Mit einer Angel in der Hand trifft man allerlei Pokémon und Trainer. Meistens gefährlich ins Auge. Ja. Der Plätscherhügel in seinem hintersten Winkel lebt das legendäre Pokémon Kyogre? Ja. Die Personifizierung des Meeres. Kann man es hier auch fangen? Nein, ich glaube nicht. Das war mir klar. Ach was, ich mach doch nur Spaß. Du bist echt gutgläubig, Hildegard. Und im Postgame gibt's das dann da wirklich. Jetzt ist es nicht mehr weit zum Strand. Da bin ich echt gespannt, ob das nicht so ist. Dieses Platschen aus der Ferne, was steckt wohl diesmal dahinter? Na klar, bei Regen steigt die Stärke von Wasserattacken ja um 50%. Hinter dem Wasserwirbel steckt also vielleicht ein Pokémon, dessen Attacke durch den Regen verstärkt wurde. Ja, und ich sollte mal lieber mal einen meiner Beleber benutzen. Was nun? Vorfreude. Ach so, okay. Ach so, ja, hier sehe ich das auch. Ja, wo ist denn jetzt eigentlich mein Beleber hin? Guck mal in der Medizintasche. Wäre eine Idee, ne? Hier, die hier? Ja. Ach, da ist er doch. Hä? Hatte ich da nicht reingeguckt? Weiß ich nicht. Maximaler Sada? Wo haben wir die denn her und was bringt die? Moment. Achso, alle Statusprobleme. Ja, die hatte ich mal gekauft, glaube ich. Dann ist das quasi das Alola-Gebäck. Okay. Ja. Ja, nochmal ein bisschen auffrischen, das Konzitim, ne? Jojo! So! Sinebären kannst du noch für Slowbro. Och. Oder so. Das ist reicht. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Ja, speichern und dann... Ach, schon wieder? Das hast du vorhin schon mal gesagt. Ja, weil ich dachte, es kommt direkt zur Prüfung, aber ich wusste nichts von dem Vorgeplänkel. Na, dann mal los hier. Okay, harte Prüfung. Stehe ich drauf. Ich stehe auf harte Sachen. Hildegard! Steine. Was? Steine. Steine. Ja, stehe ich voll drauf. Manchmal. Je nachdem, wenn ich am Strand bin und nicht nur Sand da ist... Jetzt bist du mir also bis hierher gefolgt. Die Prüfung beginnt. Dir ist schon klar, was du damit vollbracht hast, oder? Richtig, du hast das Tor des Captains passiert. Also steht jetzt auch eine Prüfung an. Und meine Prüfung besteht darin, den Herrscher der Meere zu besiegen. Kyogre! Oder nee, Kyogre! Ja, stimmt. Hat er zumindest gesagt in Generations. Ja, das ist auch die richtige Aussprache. Gut. Siehst du den Wasserwirbel dort? Da versteckt sich sicher der Herrscher. Wer weiß, vielleicht sind die Lusardin von vorhin oder ihre Mitstreiter ja auf Rache aus. Sieh dich vor, beweise dein Können und besiege den Herrscher. Ach ja, und natürlich musst du zunächst diese Prüfung bestehen, um hier Pokémon fangen zu können. Oh. Also dann möge meine Prüfung beginnen. Achso, hier Pokémon zu fangen, aber die Lusardin, die gingen vorher. Denke ich nicht. Mussten doch. Ja, aber mit dem immer neuen Rufen, das war ja nicht feierlich. Ja, das war nicht nett. Ah, man kann das sogar so machen. Muss man aber nicht. So, wusch, da. Na, was bist du? Ach, guck mal, von draußen schwappt sogar mehr Wasser rein. Donner und Blitz haben plötzlich eingesetzt. Lapras bekommt Angst. Ja! Ja! Bitte! Moppeldick! Wow! Oh Mann, cool. Ein Lusardin greift an. Herrscher. Aber in der Schwarmform. Es ist ein richtiger Schwarm. Mein Schwarm. SpongeBob Schwarmkopf. Einfach schwimmen. Der Überwurf oder Kraftwelle? Was ist stärker? Überwurf ist stärker, ne? Ja, ich meine. Aber nur um 10. Ja, die Z-Kraft. Achso, gucken wir mal. Also es wird angezeigt, dass ich das nehmen soll, glaube ich auch. Okay. Ah, Mist! Das ist ja gemein. Ich hab's nicht getroffen.
Obwohl ich drauf gedrückt habe. Ja, komm. Ja, nächstes Mal. Jacke wie YOLO. Ja. Es hält sich in Z-Kraft. Skraft. Skraft, ja. Fulminante Faustschläge. Und das Pokémon ist weg. Nein, nicht wirklich. nee, nicht der Herrscher. Vor allem, wenn der diesen Verteidigungsbuff noch hat. ein Volltreffer! Ey! Heil dich nicht! Citrobeere? Ja. Überflutung, Alter. Vroom. Lol. Ruft Mitstreiter. Na dann. Der hat dir den Typ Wasser aufgedrückt. Krass. Ah, hm? Ich will es haben, aber ich kann noch nicht. Ich darf ja noch keins fangen. Kraftwelle oder Überwurf? Ist egal, Hauptsache erstmal auf Lusadin. Obwohl, warte, macht Kraftwelle. Überwurf greift immer als letztes an. Ja, aber Kraftwelle ist schwächer. Ja, aber für Lusadin, obwohl. Nee. Ich glaube, ich mach den letzten Schlag und. Auf jeden Fall, Lusadin ist extrem gefährlich in der Form. Ja. Klack, klack. Heuler. Oh, ist es sehr. Oh, fuck. Aber gut, dass ich. Nee, Moment. Das ist jetzt taktisch komisch. Ein Volltreffer schon wieder. Oh, Fischwarm wirkt. Ha! Ha! Kraftwelle. Ja. Wenn es unter 25% Leben hat, verwandelt es sich zurück. Nice. Okay. Jetzt müssen sie noch ihre Marmolida setzen. Aquaknarrein. Nicht sehr effektiv. Weil es vom Typ Wasser ist. Ja. Herrlich. Wir danken Lusadin. Boah! Jawohl! Heilkogen! Yeah! Türkan! Ruheort! Was hat der sonst so? Heuler weg! Ja! Kennst du Ruheort? War das nicht eine Heilattacke? Ja, heilt, aber den Pokémon landet und ist anfällig für Bodenattacken. Ah! Ah, übrigens, ich habe rausgefunden bei meinem Pokémon-Training, da hier ist der Step-Bonus ja sowieso nicht, also kann ich auch was anderes einsetzen. Also bei mein Nebulak hat tatsächlich Schwebe. Ja. Aber wird's wahrscheinlich verlieren, wenn es zu Gengar wird. Kann passieren. Okay, das hat echt nicht viel gebracht. Ich versuch's mal mit Überwurf, mal gucken, ob das schöner aussieht. Ansonsten wechsle ich das Pokémon vielleicht auch. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber worauf? Hulk Hogan? Nein! Türkan! Nee. Ja, Türkan. Türkan macht am meisten Sinn im Moment. Ich guck mal nach, ob Marmolida. Obwohl, Marmolida müsste doch nur Wasser, oder? Ja. Oder? Ja, denke. Wieso? Bringt Pflücker dann was? Nö. Okay. Aber ich finde Pflücker cool. Was macht es denn? Leuchtet blau. Nee, tut weh und klaut die Beere des Gegners. Ach so, Ja, nur Wasser. Basiert auf einem Mondfisch. Mamambo. Das hier. Schön, sieht sehr schön aus. Wieder. Rechte Hand ist fehlgeschlagen. Tja, hast keine rechte Hand mehr. Bam, ist, dass der Biss dich zerschneidet. Marmolida Sashimi. Sushi. Und mach mir ein Sashimi, Sashimi. Hey. Oh, klapp, klapp. Sushi, Sushi, Sushi Deska. Zungenbrecher. Sushi, Sushi, Sushi Deska. Hi. Hey, Skoi, das ist eine Teriyaki. Und was ist mit Teriyaki?